In Mumbai in Indien fahren sie zum Beispiel die schnellsten Züge der Welt. Das ist auch interessant. Die fahren 1500 km/h. Da wirst du durch eine Röhre als Passagier zum Zug geschossen. Da sitzt du da, wirst mit 1000. Und das Witzige ist, die ÖBB hat schon bestellt. Die haben bestellt. Ich glaube, die haben sich da angeschaut, wie groß Österreich ist. Ich meine, wo willst du denn da bei uns hinfahren mit 1500 km/h? Ich meine, so groß ist unser Land. Ich meine, da müssen wir wo einmarschieren, dass wir da jetzt. Na bitte nicht. Nicht wo einmarschieren. Also jedes Mal, wenn Österreich irgendwo einmarschiert ist, waren wir nachher kleiner. Also das ist kein. Also, in Genf zum Beispiel, da sitzt ja meine Lieblingsorganisation, die WHO. Die tut immer Krankheiten genehmigen. Jedes Jahr tut es Krankheiten. Seitdem wird eine neue Krankheit genehmigt, Cybercrony. Hab ich schon. Hab ich gehabt. Wir haben es genehmigt, hab ich gleich gehabt. Ja. Das sind Menschen, die gehen immer zum Arzt, Cyberchroniker, die tun nur mit Zaus die Symptome googeln. Ich hab das. Ich google alles, was ich spüre. Alles. Das ist verwirrend. Letztes Mal habe ich meine Symptome googelt, hat Google gesagt, entweder habe ich einen Heuschnupfen oder kaputte Zylinderkopfdichtung. Schwierig. Nimmst du halt das, was du leisten kannst? Meine Lieblingskrankheit von der WHO ist aber Kreditkarten-Ischias. Haben Sie gewusst, was das ist? Das ist eine Männerkrankheit. Es passiert Männern, die zu lange im Wirtshaus auf ihrer dicken Brieftasche einseitig so sitzen, zwicken sie hinten einen Nerv ein. Der Fachterminus ist Kreditkarten-Ischias. Du, früher, wenn man bei hinten das Geld ein bisschen rausgezogen hat, das war ein Taschentipp. In Zukunft hast du ja Orthopäde. Was? Weltweit sind Politiker total unbeliebt im Moment, ganz. Und sie reagieren ja. Es gibt ja wirklich, wirkliche Reaktionen auf schlechte in Amerika haben sie jetzt super reagiert. Da haben in Tracy City, haben sie das gesehen, haben sie den Carl Gary zum Bürgermeister gewählt. Den Carl Gary. Jetzt werden sie sagen, wer ist der Carl Gary? Kenne ich nicht. Ja, am ersten Blick ist es nicht so spannend. Am zweiten schon. Der Carl Gary ist seit 2 Jahren tot. Die haben erstmalig weltweit einen Verstorbenen zum Bürgermeister. Das ist doch witzig. Die haben gesagt, ja, die haben gesagt, wir haben uns die Gegenkandidaten angeschaut, der wirkt dynamischer. Haben sie gesagt, ja. In dem steckt mehr Leben drin. Ja. Das ist die Zukunft. Ein toter Politiker ist ein guter Politiker. Ja. Und wenn das wirklich die Zukunft ist, muss man ehrlich sein, da hat schon wieder der Haider einen Trend erkannt. Ja, die Welt ist so komplex geworden, keiner kennt sie mehr aus. Globalisierung ist ja so ein Thema, verstehe ich auch nicht, ich kapiere es nicht. Warum? Ein Beispiel, wo die ganze Globalisierung hinterfragt. Ich habe eine Putzfrau, zu der stehe. Und meine Putzfrau kommt aus Polen. Und jetzt hat mir meine Putzfrau gesagt, sie hat auch Putzfrau. Die hat auch Putzfrau. Na, das ist aber witzig. Und die kommt aus der Ukraine. Und die ukrainische Putzfrau, dann gebe ich auch Putzfrau, die kommt aus Sibirien und bei der putzt eine aus Bregenz. Also es ist absurd. Beim Gescheitesten, wenn jeder bei sie putzt. Ja, also es ist. Ich bin antriebslos und entscheidungsschwach, bin jemand, der sehr oft sagt, bitte mach. Ich warte meist ab, um dann zu schauen, auf meine Trägheit kann man bauen. Ich bin vergesslich, komm zu spät, bin jemand, der gerne Schwachsinn redet. Obwohl mit mir kann man Pferde stehlen, doch ich melde dann, dass sie fehlen. Wissen Sie, warum ich so charakterschwach bin, kann nichts dafür. Gibt es eine neue psychologische Studie, hat mein Psychologe erklärt, hat gesagt, ja, Sie waren halt ein Kaiserschnitt, als Kaiserschnitt bist nie so fit. Als Kaiserschnitt gehst du davon aus, wird's mal eng, hol dich wer raus. Das kann ich spüren, das ist Bach, Sonate in C-Dur, das ist voll schön. Wissen Sie, warum ich das spüren kann? Wissen Sie, warum? Ich wurde früh gefördert. Also früh mit 18 habe ich es gelernt. Es war früher früh. Heute ist spätes Früh, ganz spätes Früh. Schauen Sie, Chinesen auf YouTube habe ich mir jetzt runtergeladen. Hören Sie mal den an. Hui Wang heißt der, Hui Wang. Wissen Sie, wie alt ist der Chinese? 4 Jahre. Vom Anschlag bin ich besser. Na gut, der übt 9 Stunden am Tag Klavier, der Hui Wang. 9 Stunden haben sie im Internet geschrieben. So ein chinesisches Wunderkind. 9 Stunden Klavier, das kannst du dir gar nicht durchsetzen. Wenn bei uns ein Kind 10 Minuten Xylophon übt, hat es ein Burnout. Was haben wir früher normale Kinder mit 4 Jahren können? Können Sie sich erinnern? Blockflöte, da war es eh schon knapp am Genie. Der Block, habe ich nur einen Hit gehabt, kann ich mich erinnern. Jingle Bells, das war meine Nummer. 7-mal der gleiche Ton, das ist ganz solide. Das. Und dann habe ich nie weiter gewusst. Dann habe ich immer gesagt, darf ich noch einmal. Und mein Jinglebell war mehr Morsezeichen. Ja, das ist SOS Weihnachten hat es geheißen.
Aber die Kinder werden nicht alle früh gefördert. Alle, weltweit werden Kinder früh gefördert. In England haben sie ihn im Fernsehen gesehen, ein englisches Wunderkind, Harley Jordan, 8 Jahre, und hat jetzt ein Murmelunternehmer mit 30 Mitarbeitern. Mit 8 Jahren mit der Murmel. Der geht sogar mit der Firma an die Börse, haben sie gesagt. Mit 8 Jahren geht er mit der Firma an die Murmel. Ist gut von der Haftung, haben wir gedacht, ne? Der kann dort alle Anleger über den Tisch ziehen, kriegt nachher 2 Wochen Fernsehverbot. Das hätte uns bei der Hypo einfallen sollen. Also das. Wir machen alle so Kurse mit den Kindern. Alle machen Kurse. Wir waren ja mit der Tochter überall. Wir waren beim, was haben wir? Hello Kitty Sudoku waren wir beim Kurs. Am Lilifee Buchstabier Championship. Wir waren beim Babyschwimmer mit Apnoe-Schnuppertauchen. Also da muss ja echt dann. Wir haben gemacht beim ÖMTC das Dreiradschleudertraining. Na, da ist auch nichts. Oder diese Berufsausbildung am Wifi, der Schulmilchsommelier, haben wir alles gemacht. In 3 Tagen zum Kakao-Hillinger. Alles. Traurig. Aber wir haben ja Angst, dass ein Kind nichts wird. Bei mir habe ich eh schon aufgegeben. Beim Kind noch nicht. Aber wie früh fängt Frühförderung an? Ist ein Riesenthema heutzutage in der Wissenschaft auch. Viele schwangere Frauen beschallen ja den Bauch jetzt mit klassischer Musik, weil es gut ist für die Entwicklung vom Kind. Ist ja gut. Wir Männer machen nichts. Zu wenig. Jetzt habe ich einen Geheimplan. Ich habe Frühförderung beim Mann. Passen Sie auf. Die Chinesen Internet erfahren, die bauen uns ja alles noch. Jetzt passen Sie auf. Ich habe für die Früh. Deshalb ist es so genial. Ich habe mir jetzt Hodenkopfhörer bastelt. Was ist daran witzig jetzt? Na, das ist. Ich beschall meine Spermien, ich mach das jetzt. Na sicher, na sicher. Ich tu die vorfördern, vor dem Frühfördern. Ja, tu es ja. Noch früher kannst du nicht anfangen, ist ja nichts. Ja, nichts kannst du nicht fördern. Ja, und ich beschalle alle Spermien gleich. Ja, in meinem Hoden herrscht die Gesamtschule. Da habe ich es. Okay. Moment. Hoden da. Warten Sie. Hodenkopfhörer, also Hodenkopfhörer, das sind so kleine, also das ist, es ist eine Frage der Perspektive. So, es ist, auf alle Fälle, die schnallt da drauf, beim ersten Mal tut es weh, beim ersten Mal tut es echt, aber du musst da denken, es ist nicht für mich, es ist für die Pensionsvorsorge, es ist, vom Feimann kriegst du nichts, das kannst du vergessen. Und dann beschalle ich die Spermien, ja, und jetzt werden Sie sagen, womit beschallst du die Spermien, womit, was hilft, welche, gute Frage, danke. Wir haben ja ein Wunderkind gehabt in Österreich und den nutze ich. Wir haben ja, na sicher, Mozart war Visionär. Mozart hat ein eigenes Stück entwickelt für meine Hodenkopfhörer, der schon gewusst wurde. Na sicher, die Zauberflöte. Da ist ja. Na, nicht falsch verstehen. Nein. Schauen Sie. Nein, Sie denken falsch. Bei der Zauberflöte gibt es ja die schöne Ari, die Königin der Nacht. Mit der beschalle ich meine Spermien. Das ist super. Schauen Sie, hören Sie mal, das ist super. Schauen Sie, die geht hier. Super. Sind wir im Erdgeschoss gerade. Die schwachen Spermien zerreißt. Da geht's super. Super. Das kommt im Ultraschall. Aber die Schwachen möchte ich nicht fördern, die ganzen Hodenmimosen. Das ist ja gut, ja. Da greife ich selektiv zum ersten Mal ein in den Prozess. Ja, der enge Zielgruppe der Witz, aber immerhin. Ja. Nein, ich muss Ihnen aber sagen, ich möchte eine Warnung aussprechen. Früh geförderte Kinder sind eine Gefahr. Sind auch eine Gefahr. Wissen Sie für wen? Für spät geförderte Eltern. Ja. Ich weiß, wovon ich spreche. In die Tochter haben wir zum Beispiel so viele Kurse reingestopft, das ganze Schlagfertigkeitstraining, was man da gefördert, das fällt uns so am Kopf. Also, letztes Mal bin ich meine Frau gesessen da und da meine Tochter und ich wollte mal pädagogisch wieder mal so einen Versuch machen, halt da, bei der Eingriff. Und da habe ich gesagt, Sophie, und war auf in letzter Zeit als Eltern, du lügst uns nur mehr an. Es ist eine Lüge nach, hat sie dann gleich gekommen, hat sie gesagt, na, von wem habe ich das? Hat sie gleich gesagt, von wem? Habe ich gesagt, was heißt du, von wem? Wo habe ich die einmal in meinem Leben angeschaut? Sagst du mir einmal? Hat sie gesagt, ich sage Zahnfee, Schnullerfee, Osterhase, Christkind. Habe ich gesagt, passt schon. Ich wollte dann gleich ein Gegenargument suchen und gesagt, Papa, was kann ein Gegenargument suchen? Wenn du mal im Alter sein bist, du wirst dort nicht einsam sein, dich besucht dann dort die Kokettent-Elfe. Und wenn du brav bist, kommt noch ein Inkontinenzbärli. Ich bin schon so verzweifelt. Ich habe jetzt schon zu meiner Frau gesagt, du, wie wäre es, wenn wir noch ein Kind sagen? Noch eins, ein drittes. Das fördern wir nicht mehr. Das bleibt der Depp, aber dann hätten wir wen zum Reden. Was? Ja, aber gut. Naturschutz kommt ja immer gut an, wenn du sagst, du schützt die Natur. Habe ich jetzt auch ein bisschen Natur geschützt. Na, Natur. Weil es ist immer witzig in der Gesellschaft. Die Stadt ist immer schlecht, die Natur ist immer super. Na,
über ambivalente Gefühle mit der Natur. Also mein Vater war mit uns, wir waren 13, er wollte immer mit uns raus in der Natur, wollte raus in der, wir wollten aber nie. Wir wollten zu Hause Computer spielen damals, kann ich mich gut erinnern. Damals sind die ersten Computerspiele beim Commodore, können Sie sich erinnern, das war das erste Computerspiel, Tennis, das waren diese zwei Balken und dazwischen war ein Viereck, das ist eine gefüllte Stunde von links nach rechts geflogen. Das haben wir wochenlang gespielt, wir drei. Wir Deppen haben ja damals gedacht, grafisch kommt da nichts mehr. Also das ist ausprogrammiert. Das ist. Na gut, und wir wollten zu Hause Computer spielen, bei jedem Wetter. Und mein Vater wollte nicht. Weil draußen war das Wetter schön, müssen wir in die Natur. Das Wetter nutzen. Das ist ein schlimmer Satz, finde ich, für Kinder. Nutzen wir das Wetter. Wir wollten Computer. Wir haben auch gesagt, das Wetter ist nicht besser, wenn wir nicht kommen. Also das Wetter kommt da nicht ins Haus und sagt, wo wart's denn so lang? Ha? Und finden Sie, ganz ehrlich, muss man alle Arten schützen? Muss man alle da auf dem Planeten? Mögen Sie alle Viecher? Mögen Sie alle? Ich mag nicht alle. Na, reden wir mal über Tiere offen. Reden wir mal über die Unpanierten. Also, na, ich mag da nicht alle. Ich habe zu Hause eine Liste, was haben Viecher im letzten Jahr für mich gemacht. Da waren viele Sachen, wo ich mir dachte, naja, zum Beispiel, Ratten haben meine Kellervorräte weggefressen, da kann ich mich erinnern. Dann haben Tauben an einem Tag haben sie meine Terrasse zugepflastert. Die sind mehrere Manövers hintereinander geflogen. Also das war mein ganz privates Börlhaber. Ja. Im Frühjahr muss man sich immer impfen lassen, wegen den Zecken. Muss man sich, ist noch offen, auf dem Plakat in Österreich, die Zecken werden jedes Jahr größer. Das sind schon solche Viecher. Das sind schon, meine Kinder glauben, ein 6 Meter großes Monster kommt da entgegen, gar nicht mehr im Wald. Die Kinder haben Angst. Und ich kann mich erinnern, an dem Tag, wo ich mich habe impfen lassen, am selben Tag hat mir beim Auto der Marder die Bremsleitung durch. Ich träume seit vielen Jahren von einem WLAN-Bremskabel, wo er ins Leere schnappt. Wirklich wahr. Im letzten Jahr haben in Österreich 5 Hunde ihre Ausscheidungen genau unter meine Fußsohle geschoben. Ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber wenn ich da reinsteige, es ist nie das erste Wort, was ich mir denke, ist Artenschutz. Artenschutz denke ich mir nicht gleich. Manchmal denke ich mir, nee. Ich weiß, die Stadt Wien und der Österreich überall plakatieren, man soll sich dann denken, ich besorge ein Sackerl fürs Gackerl. Aber in dem Moment denke ich mir das nie. Also, nein. Ich denke mir dann immer, ich versenke den Wawa in der Au. Ja. In dem Moment meinem Gedanken gut um einiges näher. Ne? Sicher auch ein witziges, ist ein trauriges Bild in Österreich mittlerweile. Finden Sie nicht? Tausende Österreicher tragen einen Hund, den Kot in einen Sackerl hinterher. Ich denke mir oft aus der Perspektive des Hundes, ich denke, was mit ihm passiert? Ich meine, was hat er? Und oft wird gesagt, wenn der Mensch von dem Planeten verschwindet, ist alles besser. Alles ist besser, wenn wir weg sind. Na, glauben Sie. Gehen wir mal das Gedankenmodell durch. Der Mensch verschwindet von der Erde. Was passiert denn? Am nächsten Tag, wenn wir alle weg sind von dem Planeten, kommt ja auf die ganzen Viecher, auf der Kugel kommt ein großes Wort zu. Eigenverantwortung. Da müssen es alles selber janken, vor allem die Haustiere. Und da möchte ich schon wieder fast dabei sein. Also das muss eine Gaudi sein. Der populärste Haushund auf Wikipedia nachlesbar ist ja der kleine Chihuahua, dieser 10-Decker Hund. Das ist der populärste, dieser ganz. Und der muss jagen gehen. Also das. Dessen jetziges Jagdrevier ist ja der Louis Vuitton-Beutel. Also, wenn der was reißt, dann einen Lippenstift. Und der ist ja mit dem Jagdgebiet der Natur völlig überfordert. Also für den ist ein Billersackerl so groß wie eine spanische Hacienda. Aber der braucht ja einen Plan B in seinem Kopf, der kleine Chihuahua, wenn wir ausgestorben sind. Was muss der machen, wenn wir ausgestorben sind? Am nächsten Tag muss er reagieren. Da muss er aus einem kleinen Louis Vuitton-Beutel muss er ja dann rausspringen, hochmotiviert, am Boden da mit anderen Chihuahuas muss er ja ein Rudel bilden. Ein Rudel, also so eine Art Fußhupentruppe. Ja. Und die müssen dann gemeinsam im Wald einen Hirsch erlegen. Der Chihuahua, der kriegt einen Herzinfarkt, wenn ein Blatt vom Baum fällt. Also, der muss sich evolutionär aber zurückentwickeln zum Wolf. Der Chihuahua stammt vom Wolf ab. Den haben wir schön zusammengestutzt. Also mein, das ist ja die Thuje unter den Hunden. Also das ist ja kein Wolf mehr in dem drinnen. Wo ist ja der Wolf im Chihuahua? Ja, wenn du draufsteckst, dann heult er. Aber das ist ja ein kläglicher Restbestand vom Wolf. Auch eine Katze. Frage ich mich oft, eine Katze ohne Menschen. Ich habe zu Hause eine Katze, ich habe die gerne. Eine emotionale Biene, aber sie ist blatt. Also die ist schwerstartig. So ein gemäßter Teppichdigger ist. Also die, ich weiß gar nicht, ob ein Teppich drunter liegt, da war mal was. Also das sind. Jetzt ist Katze mit Fransen. Und ich mag sie gerne, aber die kann nicht mehr jagen. Die kann nicht mehr. Also jagen bedeutet für sie, dass sie mit dem Teppich bis zum Futtern abschiebt. Da stirbt sie. Und dort ist dann erschöpft. Die kann nicht mehr. Und na, für meine Katze ist eine Maus eine runde Schachtel mit Abziehdeckel. Und
wenn meine Katze in freier Wildbahn doch zufällig eine Maus erlegt, ja, weil die sich vorher zu Tode gelacht hat, dann wird sich meine Katze in Zukunft über etwas sehr wundern in der Natur, dass in der Natur ja eine Maus nur in einer Geschmacksrichtung gibt. In einer, nämlich in Maus. In Maus, ja. Und nicht wie bei Schäber und Kittekat gibt es ja die Maus mittlerweile in Lachsavocado und Hähnchenkokos. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen persönlich geht, aber in den letzten Monaten, ich schaue oft neidisch ins Katzenschüssel rein und denke mir, bitte lass mal was stehen. Wirklich. Ja, schauen Sie, der Mensch macht was falsch, aber nicht nur. Immer die Einseitigkeit. Außerdem in 8 Milliarden Jahren, da steht jetzt im Geomagazin, ist ja vorbei mit der Kugel, haben Sie das gelesen? Da dehnt sich die Sonne aus, wie der rote Riese verschlingt die Erde in 8 Milliarden Jahren. Und das kannst du angeblich mit Nachhaltigkeit um 4 Tage nach hinten verschieben. Und du musst sehr motiviert sein. Also, na, 8 Milliarden Jahre ist bald. Ich meine, da gibt es ja Österreicher, die sagen, was, da fange ich halt nichts mehr an. Gibt es denn auf der Welt Kinder? Kinder sind sehr beliebt, aber unterschiedlich wird umgegangen mit Kindern weltweit. Ist interessant. In Australien, die Aborigines, haben Sie gewusst, die feiern mit Kindern immer Rituale. Die feiern zum Beispiel immer mit den Kindern ein Fest, wenn das Kind zum ersten Mal lacht. Da feiern die dort im Dorf ein Fest, wenn das Kind zum ersten Mal lacht. Ja, schöner Gedanke. Ich glaube halt nur, wenn du es in Wien machst, das könnte oft mit dem 40er zusammenfallen. Also. Und dann ist eh schon eine Frohnatur. Also da hast. Also jedes Mal, wenn ich in Wien in die U6 einsteige, also da kommt der Führer entgegen, aber Lebensfreude ist da nie dabei. Also da. Naja, ein großer Trend bei Kindern heutzutage ist ja Sicherheit. Ist ja auch, von Kindern darf halt nichts mehr passieren, gar nichts mehr passieren. Und zum Beispiel unsere Nachbarin, die Rita, hat 3 Kinder, Jakob, Lisa, Emily. Emily ist der aktuellste Wurf. Und der Emily, ist ein neuer Trend aus Amerika, hat sie nach der Geburt wirklich war ein GPS-Bändchen um den Knöchel gewickelt, wegen der Ortung. Da kannst du jetzt in Zukunft auf Google Baby Maps nachschauen, wo sie die Brut hinbewegt. Wirklich. Na Gott sei Dank haben wir das. So ein Baby haut schnell ab. Na sicher, schneidest die Nabelschnur durch, sagst, pfiat euch, ich mach Interrail. Ne? Ist ja schon oft passiert. Die Rita, die Mutter, sagt ja nicht, dass sie ängstlich ist. Sie sagt, sie ist Panik aufgeschlossen. Ne? Auch Kindergeburtstage haben sich sehr verändert, oder? Früher, können Sie sich erinnern, ein Kind wurde abgegeben und dann irgendwann abgeholt. Also mit Glück am gleichen Tag. Also es ist. Aber heute gibt es ja nur mehr betreutes Spielen. Wir waren ja, zum Beispiel die Lisa, ihre andere Tochter, ist 7 Jahre alt geworden, wo wir dort eingeladen, die war hin. Bei der Begrüßung schon habe ich gemerkt, eine gewisse Angstoffenheit. Weil ich habe die Lisa hab ich so hochgehoben. Das haben die Kinder ja gern. Wenn du sie so hochhebst und wirfst, die Mutter hat mir gleich Mantel geredet. Ich habe gesagt, nicht so hochwerfen, die Lisa. Die Lisa ist nicht schwindelfrei. Habe ich die Lisa gleich abgestellt, habe sie abgestellt, aber nicht am Perserteppich. Nein, nein, nein. Ich habe mir gedacht, von dort wird es sicher schlecht, wenn es am Parkett runterschaut. Hm? Ins Tal des Todes, was das ist. Dann habe ich Dreh- und Trinkflaschen verteilt. Dreh- und Trinkflaschen sind bei Kindern immer gut angekommen, war immer ein Burner. Die Mutter, Dreh- und Trinkflaschen, na sicher nicht, diese Flaschen enthalten alle Bisphenol. Ich habe das gar nicht gekannt. Ich habe gesagt, was ist da drin? Super, das habe ich gar nicht gezahlt. Die Mutter null witzig von der Kleidung, die Flaschen sind nicht durchgegangen durch die Firewall. Und dann gab es ihr das Essen. Es hat normal begonnen. Pommes mit Ketchup. Ihr Sohn, der Jakob, hat so gegessen. Dem Jakob sind dann irgendwann Pommes ein paar runtergefallen. Und instinktiv, ein Burma, gib keine Beute auf. Der wollte gleich runtergreifen. Und die Mutter gleich hysterisch. Jakob, nicht aufheben die Pommes vom Boden und nachher essen vom schmutzigen Boden das Essen. Weil das, da holst du was. Habe ich mir gedacht, ja, ein Immunsystem. Man, den Satz jetzt bei meinem Opa sagen müssen. Mein Opa hat ein Haus im Südburgenland gehabt, dort war es wirklich dreckig. Also dort war es so dreckig, dort hat dem Lurch geraust. Also da bei meinem Opa. Da war 30 cm Staub, ein permanenter Boden. Aber. Ja, aber der Opa hat immer gesagt, solange der Kopf rausschaut, ist sauber. Das passt schon. Das, ja, da kriegst du das Kind schnell einen Wachstumsschub, mein Lieber. Das geht da schnell. Mein Opa, der hätte dort nie geputzt. Nee, das gehabt. Der hätte aber nicht geschimpft, wenn er was runtergefallen. Wenn bei meinem Opa, kann ich mich erinnern, noch eine Tellerpommes ist runtergefallen. Der hätte ganz anders reagiert. Der hätte auch nicht geschimpft. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hätte dann runtergegriffen da in seine Wolken. In die Cloud.
Der Opa, der Cloud kommt, hat Apple noch gar nicht gewusst, wie man schreibt. Hat der Opa schon gehabt. Dann hätte der Opa irgendwann aufgekommen, die Pommes. Wie so oft, gemeinsam mit ein paar SS-Kugelschreiber. Hätte man zum 10. Mal gesagt, wir waren damals Opfer. Hätte man das alles am Teller zurückgelegt und gesagt, ich hab's da gewürzt. So, da. So war das beim Opa. Habe ich auch überlebt. Mit Schäden, aber überlebt. Früher, da gibt es ein bisschen Nostalgie in mir, da war doch der Umgang mit dem Essen viel respektvoller. Können Sie sich erinnern, ein Stück Fleisch, können Sie sich erinnern, wurde beim Grillen erst dann nicht mehr verzehrt, wenn das Fleisch so schwarz war, dass man es mit der Grillkohle verwechselt hat. Dann hat man es aber auch nicht geinsorgt, dann hat man es kritisch beäugt. Beziehungsweise, es kam zum schönsten Satz der Kindheit. Von wem war der? Von der Mutter. Was hat die Mutter dann zu dem dickel schwarzen Fleisch, können Sie erinnern, was hat sie gesagt an dem wunderschönen Satz? Dann schmeiß halt weg oder gib's dem Papa. Ich finde, der Satz sagt nichts über das Essen, also aber alles über die Ehe. Alles. Die letzten 30 Liebesjahre kann man nicht besser zusammenfassen, finde ich. Mein, wir waren echte Deppen. Also wir waren definitiv damals nicht die hellsten Kerzen am Leuchter. Aber wie die Mutter das gesagt hat, haben wir sofort gewusst, okay, der Papa und die Biotonne begegnen sich auf Augenhöhe. Das Schöne war in unserem Fall, der Papa hat mit den Jahren sogar die Figur von der Biotonne gehabt. Wir drei haben irgendwann nur mal gewusst, das ist der mit dem Ring am Finger. Das ist der Papa. Das ist der Papa. Und das ist der, der die Klappe nicht aufmachen darf. Ja? Der hat ja bei uns zu Hause die Biotonne viel mehr Rechte gehabt. Na egal, zurück zum Kindergeburtstag. Es war ja dann interessant, die Kinder wollten spielen im Garten, ja, und dann alle Kinder raus, runter im Garten. Beim Hauseingang ist der Mann von der Ritter gestanden, der Eugen, der ist leider geistig ähnlich konstruiert wie seine Frau, der hat uns allen beim Rausgehen schon UV-Schutzkappeln aufgesetzt. UV-Schutzkappeln im November. Im November bin ich da gestanden mit einem UV-Schutzkappeln. Hat er zu mir gesagt, Klaus, schau nicht so zuwider, die größten Gefahren auf dieser Welt sind unsichtbar. Habe ich erwidert, ja, aber die größten Deppen leider nicht. Das habe ich ihm direkt ins Gesicht gedacht. Ja. Österreichisch, klärend ist klärend. Und dann haben wir Kinderspiele gespielt aus Amerika, wo Kindern gar nichts mehr passieren darf. Nichts mehr. Ich habe die Spiele gar nicht gekannt. Das erste Spiel, was wir mit den Kindern gespielt haben, war Sacksitzen. Sacksitzen! Weil Hüpfen ist zu gefährlich. Das haben wir mit den Kindern im Sack gesessen und gewartet, bis aus ist. Ja, da war nichts mehr. Das war Anfang, Highlight und Ende von dem Spiel. Da gab es nicht einmal einen Verlierer. Ich glaube, das war sogar noch ein Waldorfspiel dazu. Also war Wahnsinn. Danach war das Spiel Halbblinde Kuh, kennen Sie das? Das beim umgebundenen Tuch ein Auge ausgeschnitten, damit es nirgends dagegen rennt. Also, ich habe zu den Kindern irgendwann gesagt, Kinder, setzt euch bitte Fahrradhelme auf. Ich glaube, wir spielen gleich Memory. Ja. Man möchte sich ja oft verändern als Mensch. Und denken Sie mal, man kann aber das Gehirn gut manipulieren. Da gibt es schöne Studien von Gehirnforschern. Haben Sie das gelesen? Gehirnforscher haben jetzt herausgefunden, ist hochinteressant. Wenn du jeden Tag als Mensch, zum Beispiel, wenn du am Tag 10 Minuten über Schokolade nachdenkst, du musst über die nachdenken, Miki, hast du kaum mehr Appetit auf die. Das kannst du im Kopf lösen. Ja. Ich bin drauf gekommen, es funktioniert auch in anderen Bereichen. Ich habe jetzt einen Tag lang im Wohnzimmer aufs Sofa gekriegt, über das Putzen von der Wohnung nachgedacht. Habe ich nachgedacht. Ja. Diesmal sauberer vorkommen. Diesmal, ich war perplex. Sieht man nachher? Da brauchst du keinen Fetzen, das kannst du im Kopf lösen. Das ist interessant. Staub ist eine Wahrnehmungsstörung, habe ich nicht gewusst. Das ist ein sehr männlicher Zugang, muss ich auch sagen. Also, was interessantes Thema ist beim Gehirn, ist ja Paradoxintervention. Das ist mein Lieblingsthema. Paradoxe, zum Beispiel, ich habe das mal probiert, vor einem Dreivierteljahr hat mir in Salzburg ein Hund den Knöchel gebissen. Der hat da voll reinbissen. Und normalerweise durch den Schmerzimpuls erwartet ja der Körper, dass ich schreie. Also da muss die Energie raus. Und während der Bissen, und ich habe anders reagiert, während der Bissen, was ich probiert habe, während der Bissen habe ich gesagt, ja, ich habe Paradoxe, ich hab gemacht Lach-Yoga. Lach-Yoga. In dem Moment habe ich meinem Körper gute Laune vorgetäuscht. Phantomfreuden, ein Placebo-Gaude. Ja. Wissen Sie, wie mein Knöchel überrascht war? Ja, der war? Und erst der Hund, der hat es überhaupt nicht ausgekannt. Ja. Der beißt nie wieder, den habe ich umgeschult. Den habe ich neu programmiert.
Wenn Sie Kinder haben, ja, oder Enkelkinder, die einzige Chance auf pädagogische Erfolge sind ja paradoxe Interventionsmöglichkeiten. Also das ist zum Beispiel, meine Tochter hat sich mal bei meiner Supermarktkasse, bei der Supermarktkasse hat sie sich hingeworfen. Hat sie hingeworfen und gesagt, ich will einen Schlecker. Ich will sofort daneben geworfen, ich will ein Segelboot. Wissen Sie, was meine Tochter gesagt hat? Papa, steh auf, die Leute schon her, hat sie gesagt. Ja, sie hat gesagt, der ist so peinlich. Dass so wichtig ist, man darf da nicht aufhören. Weitermachen. Man muss ihr Verhalten spiegeln. Ich will ein Segelboot. Und dann hat sie zu mir gesagt, Papa, du hast schon ein Auto. Du kannst nicht alles haben. So habe ich es dann auch kapiert. Das ist ja das Schöne an Kindern. Erziehung ist keine Einbahnstraße. Früher war alles besser, auf der Welt und in Österreich war alles besser. Im Zug, wenn ich sitze in Österreich, hört man immer von älteren Menschen, früher war alles besser. Wir haben nicht 300 Fernsehsender gehabt, Smartphones wie der Jugendliche da drüben und YouTube haben wir alles nicht gehabt. Wir haben einen kleinen Fernseher zu Hause gehabt, schwarz-weiß. Ja. Der Opa hat am Dach stehen müssen, die Antenne halten. Sonst hätten wir gar nichts gesehen. Das war schön. Wir haben fern geschaut unten, der Opa war am Dach. Das war super. Zwei Fernsehsender. Wo ist der Mangel die Chance? Das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Ich kann mich erinnern, wenn du früher Pech gehabt hast bei zwei Fernsehsendern, ist am Mittwoch am Abend am 1er gelaufen die Dornenvögel und am 2er ich heirate eine Familie. Das war so fad, da ging das jetzige Wetterpanorama Psychothriller. Mein Vater schwärmt doch immer so von früher. Ist ja auffällig, je älter man wird, umso nostalgischer wird man. Mein Vater sagt immer, kannst du dich erinnern, früher die Urlaube, das war super, das war Gaude. Wir sind nicht geflogen in einen Club. Kannst du ja wissen, was haben wir gemacht? Wir sind gefahren mit dem Auto nach Griechenland. Das war Gaude. Das war so, also das war nur für meinen Vater Gaude. Also nur. Er hat im Auto nie eine Umfrage gemacht. Nie. Wir sind zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Wir Söhne haben das gehasst. Wir sind zu fünf gesessen in einem alten VW Golf. Ohne Klimaanlage. Draußen hat es gehabt 40 Grad, im Auto 90 Grad. Wenn es aufs Armaturenbrett gespuckt hat, ist es einen Aufguss gehabt. Es war so heiß. Wir sind hinten gesessen, wir haben nur geröchelt. Kreidebleich. Wir sind Richtung Peloponnes verwest. Unser Vater hat uns immer beruhigt und immer gesagt: Gleich sind wir da. Da sind wir gerade bei der Shopping City vorbeigefahren. So heiß in dem Auto. Am zweiten Tag habe ich meinen Bruder im Auto immer gefragt, hast du lebst überhaupt noch? Der hat nie geantwortet, das hat zu viel Luft gekostet. Ich kann mich erinnern, wir waren hinten richtig froh, wie im frühen Jugoslawien auf unserer Spur all das Koda entgegengekommen ist. Der ist uns wegen des Kurzkolbenrücken gelaufen. Das muss man immer wieder ehrlich sagen. Ein Geisterfahrer, das war die Klimaanlage der 80er. Mein Vater hat gehabt im Auto eine Kassette. 3 Tage Autofahrt, eine Kassette. Die muss gut sein. Die war nicht gut. Ne? Das war das Gegenteil. Das war die. The best of Roger Whittaker. Wir sind hinten im Auto gesessen und zum Beten begonnen. Ich sag, lieber Gott, wenn es die gibt, dann sagst du dem Kassettendeck, dass das Bandel fressen soll. Erlöse uns von dem Bösen. Befreie uns von dem pfeifenden Taliban. Kaum hat uns das Kassettendeck erhört, hat mein Vater gesagt, keine Sorge, Kinder, ich habe im Handschuhfach noch eine zweite Kassette gefunden. Und dann ist das gekommen. The very best of Roger Whittaker. 3 Tage das Gepfeife.
Das ist das Schöne am Frühjahr. Wir haben es verdrängt, oder? Das ist schön, dass das unser Gehirn kann. Erinnerungen neu einfärben. Das muss man dem Internet beibringen. Früher habe ich immer geschrieben in mein Tagebuch. Das muss man echt verdrängen. Habe ich gesagt, ich möchte nie werden wie meine Eltern. Habe ich in mein Tagebuch immer reingeschrieben. Nie. Wenn ich mal Kinder habe, ich werde meine Kinder anders erziehen. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Nicht so, wie ich erzogen worden bin. Von unten herab. Ich werde für meine Kinder werde mein Kumpel. Ja, der allerbeste Freund. Eine liebe Idee. 2 Wochen nach der Geburt gibst du auf. Und irgendwann sagst du den gleichen pädagogischen Mist, den du selber gehört hast. Aus Notwehr. Wenn du das eilig hast, sagst du den Kindern, na gut, dann fahren wir halt ohne dich. Wenn das Essen misslungen ist, sagst du, die Kinder in Afrika wären dankbar über die verbrannte Palatschenke. Sag ich da nur. Drohpädagogik, gib der Oma ein Bussi, sonst kommt im Dezember der Krampus. Noch öfter sage ich mittlerweile, gib dem Krampus ein Bussi, sonst kommt im Dezember die Oma. Aber früher war nicht leicht und später wird auch nicht leicht. Es wird nie leicht auf der Welt sein. Aber nicht nur der Mensch muss die Welt mal verbessern, auch die Evolution muss wieder mal was tun. Die Evolution, haben wir schon oft gedacht, die könnte wieder mal eine mutigere Menschen auf die Welt bringen. Mutigere. Ja? Kinder, die sagen, okay, ich tue heute mein Eierbecken ohne Schutzhandschuh. Noch mutige Erwachsene. Erwachsene, die sich auch was trauen. Die sagen, okay, ich lege heute meine Produkte auf die Billerkasse. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich verwende keinen Warntrennungsstab. Ich probiere das. Vielleicht soll ich die Butter vom Hinteren mit. Ich gehe volles Risiko. Aber ich pfeife mir nichts mehr. Ich bin der Biller Bruce Willis. Es ist schon viel Angst auf der Welt. Wisst ihr, was ich glaube? Unsere Erde war mal ein Würfel. Da sind besorgte Eltern gekommen, haben die Ecken abgerundet. Ich wünsche mir von der Evolution, dass sie den Menschen wieder besser ausstattet, dass es neue Features gibt. Es ist so laut auf der Welt. Wisst ihr, was schön wäre? Ohr mit Schließmuskel. Oder herausnehmbare Augen hätte ich voll gern. Ma. Da kann ich selber nachschauen, ob das Mutter mal am Hintern größer geworden ist. Herausnehmbare Augen waren super. Das ist ein großer Traum von mir einmal. Dass das rechte Auge zum linken sagt, schau nicht so blöd. Es kann nie genug Selbstkritik geben. Nein. Ich wünsche mir von der Evolution, dass ich auch die Natur verbessert. Es könnten nur mehr Hunde mit einem Sackerl am Hintern auf die Welt kommen. Und Kühe, die nicht mehr schlachten man muss, weil die Steaks auf die Welt bringen. Und das Wetter könnt ihr auch verbessern. Es muss nicht schöner werden, aber nachhaltiges Wetter war super. Wenn ein Wirbelsturm aus Spanien kommt, der könnt gleich die Orangen mitbringen. Das wäre schön. Wissensvorauf, ich bin schon total frei. Aufs jüngste Gericht, ich kann es kaum erwarten. Wenn beim jüngsten Gericht steht, dann gebe ich der liebe Gott vor mir. Der sagt dann gleich, du hast. Also schau mal die Welt an, du hast nicht. Der kann sich von mir einiges anhören. Ich wäre gut vorbereitet auferstehen. Ich weiß schon, was ich zu ihm sagen werde. Wir sagen, 6 Tage hast du dafür gebraucht? Schaut aus wie 4. Davon war jeder 2. Fenstertag. Wir sagen, pass mal auf, der ganze Schöpfung war Pfusch. Wird er sagen, ja, es war ohne Rechnung. Und wenn wir gut argumentieren, wird sich der liebe Gott bei uns entschuldigen müssen, weil es war nicht so leicht. Wenn man ein unperfektes Leben führt in einer unperfekten Welt, und wenn wir gut argumentieren, wird er sich bei uns entschuldigen. Und dann wird er sagen, okay, also entschuldigen darfst du jetzt aussuchen, wo du hin willst, darfst du aussuchen. Himmel oder Hölle, such dir aus. Und das moderne Seele weiß ich ganz sicher, was ich dann fragen werde. Lieber Gott, wo habt ihr das schnellere WLAN? Danke. Danke. Danke.